Ja, dann begrüße ich Sie mal alle recht herzlich. Nur mittlerweile, lassen Sie mich zählen, vierten Vorlesung, glaube ich, ist die vierte Vorlesung in der Statistik für Humanwissenschaften im Wintersemester 21/22. Und wie immer kann ich Ihnen erstmal allen einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Ich würde mal anfangen und würde Ihnen die Wiederholungsfolie zeigen. Lassen Sie mich gucken, wie mache ich das? Ich mache das so. Ich schalte schnell um die Wiederholung und ich mache es wieder groß. Okay, jetzt müsste diese bald wieder. Okay, Wiederholung zur Vorlesung am 2.11.21. Ich müsste das mal schnell beiseite schieben. Bei der grafischen Darstellung eines Datensatzes in einem Säulendiagramm wird über jedem zugrunde liegenden Intervall ein Balken gezeichnet, dessen Höhe gleich der Anzahl der Datenpunkte in diesem Intervall ist. Punkt 1. Dann habe ich Ihnen erklärt, die Modifikation oder vorgestellt, die Modifikation des Säulendiagramms im Rahmen eines sogenannten Histogramms. Bei der grafischen Darstellung eines Datensatzes in einem Histogramm wird über jedem zugrunde liegenden Intervall ein Balken gezeichnet, dessen Flächeninhalt gleich dem prozentualen Anteil der Datenpunkte in diesem Intervall ist. Dann haben wir weiter kennengelernt den Begriff der Dichte. Eine Dichte ist eine nicht negative reellwertige Funktion mit der Eigenschaft, dass der Flächeninhalt zwischen der x-Achse und der Funktion gleich 1 ist. Sie beschreibt eine Datenmenge, wenn die prozentualen Anteile der Datenpunkte in jedem Intervall ungefähr gleich dem Flächeninhalt zwischen der x-Achse und der Funktion über diesen Intervall ist. Wobei das genau gar nicht geht, sondern nur ungefähr. Und dann hatten wir noch den sogenannten Kerndichteschätzer, hatte ich Ihnen vorgestellt. Formeln müssen Sie nicht kennen, aber die Anwendung des Kerndichteschätzers auf eine Datenmenge ergibt eine Dichte, die diese Datenmenge ungefähr beschreibt. Und was das heißt, hatten Sie hier oben, ne? Also die prozentualen Anteile der Datenpunkte in jedem Intervall sind ungefähr gleich dem Flächeninhalt zwischen der x-Achse und der Funktion über diesem Intervall. Das heißt, wenn ich Ihnen irgendwo in einer Aufgabe einen Kerndichteschätzer, einen Plot vorgebe, eine Zeichnung, und dann irgendwas über die Anzahl der Datenpunkte in irgendwelchen Bereichen frage, dann wissen Sie, Sie müssen Flächeninhalte angucken. Dann hatten wir Lagemaßzahlen und Streuungsmaßzahlen kennengelernt. Die Mitte der Daten wird durch Lagemaßzahlen wie empirisches, arithmetisches Mittel und Median beschrieben. Die Streuung der Daten und empirischen mittleren Wert geben Streuungsmaßzahlen wie empirische Varianz und Interquartilsabstände. Ich hatte Ihnen dann vorgestellt den sogenannten Boxplot, der einige dieser Lage- und Streuungsmaßnahmen zusammen in einer grafischen Darstellung zeigt. Ein Boxplot beschreibt eine Datenmenge durch Angabe von Median, die mittlere Linie, das erste und dritte Quartil, also der 25% kleinste und der 25% größte Datenpunkt. Das sind die Enden der Box. Die Länge der Box ist dann der Interquartilsabstand. Der Interquartilsabstand war gerade die Differenz zwischen 25% größten Datenpunkt und 25% kleinsten Datenpunkt, sowie dem vom Ausreißer bereinigten Maximum-Minimum der Daten. Und möchte man mit Hilfe eines Boxplots von einer Stichprobe auf die zugehörige Grundgesamtheit zurückschließen, was häufig bei Aufgaben bei mir vorkommt, auch in Klausuraufgaben, also wenn ich dann da speziell Frage, also nicht nur interpretieren Sie diesen Boxplot, sondern was können Sie aufgrund dieses Boxplots über die Grundgesamtheit aufsagen, dann müssen Sie aufpassen, weil dann kann man eben nicht alle Angaben im Boxplot verwenden, sondern so verwendet man vom Boxplot nur den Median und die beiden Quartile. Das heißt, eigentlich nur diese Box interpretieren Sie, den Rest ignorieren Sie dabei. Okay, das war das Erste. Dann kann ich noch mal zurück zur Vorlesung, was wir eigentlich heute machen wollten. Und ich wollte auf Folie Nummer 90 gehen. Ich das hinkriege, kriege ich. Ja, okay. War so. Gut. Jetzt kriege ich sie. Dann müsste ich mal das irgendwie beiseite schieben. Und dann sind wir
bei Kapitel 3, deskriptive und explorative Statistik. Und wir kommen jetzt zu Abschnitt 3.4 der sogenannten Regressionsschätzung. Gegeben ist hier eine zweidimensionale Messreihe, x1, y1 bis xn, yn. Also n ist unser Stichprobenumfang und die einzelnen Datenpunkte in der Stichprobe haben zwei Komponenten, die ich mit xi und yi bezeichne. Und beim ersten Datenpunkt ist es eben, der Wert von x ist x1 und der Wert von y ist y1 und so weiter. Und interessiert tut mich, ob ein Zusammenhang zwischen den x- und den y-Koordinaten besteht. Also kann ich irgendwas aussagen, wie der Wert von x den Wert von y beeinflusst. Also A, besteht überhaupt so ein Zusammenhang? Und B, wie sieht der quantitativ aus? Beispiel dazu, was jetzt durch die Vorlesung behandelt wird. Besteht ein Zusammenhang zwischen den durchschnittlichen Leistungen in den Bereichen Lesen und Mathematik bei der PISA-Studie im Jahr 2009 bei den 66 teilnehmenden Ländern? Also PISA-Studie ist ja ein Vergleich von Bildungssystemen und da machen sie eben in den einzelnen Ländern. Hier haben 66 Länder teilgenommen, das heißt N ist 66. Machen sie Tests in den Schulen in verschiedenen Altersklassen und dann wurde hier zusammengefasst, wie gut war die durchschnittliche Leistung von im Bereich Lesen in dem ITEN-Land. Und es gab dann die Komponente XI, also eine Zahl zwischen 0 und ich glaube irgendwas mit 600. Und eine große Zahl hieß besonders gut, eine kleine Zahl besonders schlecht. Und wie gut war die durchschnittliche Leistung in Mathematik? Es gibt die zweite Zahl, die hier dann mit YI bezeichnet wird. Und das Erste, was Sie machen können, also ich könnte Ihnen jetzt diese 66 Daten als Tabelle zeigen, aber da sehen Sie natürlich nicht ganz viel, zu viel drauf oder auch die 66 Paare, die Sie da haben, sehen Sie nicht so arg viel, einfach weil es schon mit 66 zu viel ist, aber Sie können sich ja vorstellen, es sind noch mehr, dann sehen Sie noch weniger. Was Sie hier aber machen können bei so einer zweidimensionalen Datenmenge, Sie können sie einfach mal in einem Streudiagramm einzeichnen und das kommt hier. Also Darstellung der Messreihe im Scatterblock oder Streudiagramm, das sehen Sie hier. Und dann gibt es hier eben 66 Datenpunkte da drin. Und beim ITEN-Datenpunkt gibt es, also hier zum Beispiel, wenn das der ITEN-Datenpunkt ist, dann gibt die X-Koordinate, die ist hier ungefähr 440, gibt die Anzahl der und kommt die durchschnittliche Leistung in Lesen an und die Y-Koordinate ist hier ja auch so 440, ja ungefähr, gibt die durchschnittliche Leistung in Mathematik an. Ne? Und dann können Sie sich erstmal überlegen, wo ist hier Deutschland? Und Deutschland, lassen Sie mich kurz gucken, Deutschland müsste ungefähr hier irgendwo sein. Also eventuell dieser Datenpunkt da ist irgendwo Deutschland. Also im oberen Drittel können Sie sagen, ne? Dann können Sie fragen, können Sie vielleicht aufgrund von diesem Scatterplot schon irgendwas über den Zusammenhang aussagen? Ja, vielleicht hat jemand von Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie das jetzt so angucken, ja, Frau Markgraf. Hallo, guten Morgen. Also wenn man das so visuell dargestellt sieht, scheint es auch so, als gibt es da einen Zusammenhang. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Zusammenhang und wie also, würde ich den Zusammenhang charakterisieren? Ich sag mal, man kann es in beide Richtungen sehen, je besser die Lesefähigkeit, desto besser auch die Mathematikfähigkeit und andersherum. Ja. Oder Sie können sagen, je schlechter die Mathematik. Aber mir geht es ja darum. Also es nimmt linear zu anscheinend. Also hier gucken wir uns an, wie hängt die Y-Koordinate, also Mathematikfähigkeit von X ab? Und dann würden Sie ganz klar sagen, aufgrund dieses Bildes, ja, je besser das Lesen ist, desto besser ist auch die Leistung in Mathematik. Okay, das reicht an der Stelle schon. Herzlichen Dank. Und das wollen wir jetzt aber noch, also jetzt können Sie sagen, ja, damit sind wir eigentlich schon fertig, Sie müssen gar nichts mehr machen. Ne? Aber jetzt wollen wir es noch ein bisschen genauer machen, nämlich A, wir wollen es genau quantifizieren. Also
je besser die Lesefähigkeit wird, wenn ich die Lesefähigkeit um so und so viel verbessere, um wie viel wird dann genau Mathematik besser? Das ist das Erste. Und das Zweite, ich möchte am besten nicht nur an so einem Bild, also Sie können sich auch vorstellen, die Daten, das sind viel mehr Datenpunkte. Und die Datenpunkte streuen vielleicht ein bisschen mehr, sie schwanken hier mehr, dann erkennen Sie in dem Bild vielleicht nichts mehr. Ich möchte es nur durch eine einzige statistische Maßzahl auch ausdrücken können oder mehrere statistische Maßzahlen, ob so ein Zusammenhang besteht oder nicht. Und nicht jedes Mal so ein ganzes Bild zeichnen möchten. Das sind die zwei Sachen. Was Sie auch vielleicht sehen, was einen natürlich interessieren würde, wäre eigentlich so ein kausaler Zusammenhang. Liegt es daran, dass die Leute besser in Mathematik sind, weil sie besser im Lesen sind? Aber das ist natürlich nicht der Fall und das können Sie aufgrund von dieser Datenerhebung auch nicht rausschließen. Ne? Also es ist immer so, was Sie hier beobachten, ist eine Gleichzeitigkeit und wir charakterisieren gerade die Gleichzeitigkeit und nicht mehr. Okay. Hier ist eine Frage im Chat. Könnte man hier dann den Begriff Korrelation einführen? Das ist genau richtig. Also der Begriff Korrelation wird in dem Zusammenhang kommen. Der Begriff Korrelation werde ich in dem Zusammenhang einführen. Oder so. Dann, ich kann noch ein bisschen was zu den Datenpunkten sagen, wenn Sie sich überlegen, ja, wer ist das ganz da oben? Oder wer schneidet hier besonders gut? Wer schneidet hier besonders schlecht an? Da oben, das sind so Länder Asien, Südostasien. Hier oben ist zum Beispiel Shanghai, ganz oben ist Shanghai. Und dann die drei nächstbesten mit Mathematiklesefähigkeit sind Singapur, Hongkong und Südkorea. Und hier unten, ganz unten, haben Sie Kirgisistan und dann hier noch ist sowas wie Panama, Peru und Katar oder sowas. Ne? Und Deutschland war irgendwie, also war glaube ich hier irgendwo oder sowas. Ne? Oder beziehungsweise nee, eher hier. Also um den Dreh. In der Gegend war Deutschland irgendwo. Gut, dann überlegen wir uns mal, wie können wir das machen? Und eine gebräuchliche Art, so einen Zusammenhang zu ermitteln, ist die sogenannte lineare Regression. Und bei der linearen Regression passt man eine Gerade an die Daten an. Und so eine Gerade können Sie beschreiben, y ist eine Funktion von x und das ist eine lineare Funktion von x. Und y ist eben a mal x plus b für Koeffizienten a, b. Also reelle Zahlen. A ist die Steigung der Geraden. Die gibt an, wenn Sie x um 1 erhöhen, um wie viel erhöht sich dann der y-Wert? Und b ist der y-Achsenabschnitt. Das heißt, wenn Sie x gleich 0 einsetzen, dann geht die Gerade durch den Punkt 0b. Und jetzt ist die Frage, wie passen Sie eine Gerade an die Daten an? Und das gebräuchlichste Prinzip dazu ist das Prinzip der kleinsten Quadrate. Hier sagen Sie also Ihre x1, y1 bis xn, yn, hier sind Ihre Datenpunkte, die sind gegeben. N ist der Stichprobenumfang, ist auch gegeben. Unbekannt ist a und b. Und Sie berechnen für jeden Wert von a und b, der in Frage kommt, den mittleren quadratischen Abstand zwischen den Punkten auf der Geraden und den Datenpunkten, also die Summe i gleich 1 bis n, yi minus in Klammer a mal xi plus b. Also, und das tun Sie noch quadrieren. Also Sie minimieren Summe i gleich 1 bis n, yi minus a mal xi plus b in Klammern zum Quadrat. Hier ist wieder dieses seltsame Summenzeichen, das große Sigma. Das heißt, Sie nehmen diesen Ausdruck, yi minus a mal xi plus b zum Quadrat. In diesem Ausdruck lassen Sie sukzessive i von 1 bis n laufen. Dann bekommen Sie n verschiedene Werte, nämlich y1 minus a mal x1 plus b zum Quadrat, y2 minus a mal x2 plus b zum Quadrat und so weiter bis yn minus a mal xn plus b zum Quadrat. Und dann bilden Sie von diesen ganzen Werten die Summe. Und diese Summe kürze ich ab durch dieses Summenzeichen. Summe i gleich 1 bis n. Und was hier also die Einzelwerte des yi minus a mal xi plus b zum Quadrat ist eben der Abstand zwischen, also Sie schnappen sich den Datenpunkt Nummer i, gucken an zu dem zugehörigen xi-Wert, was ist der Geradenwert? Der Geradenwert, also der y-Wert auf der Gerade ist dann a mal xi plus b. Der wahre y-Wert ist yi. Sie gucken den Abstand davon an, die Differenz und quadrieren das. Und diese Summe der Quadrate minimieren Sie. Ja.
B war der Y-Achsenabschnitt. Ich kann auch noch mal darauf hinweisen, Sie haben auch eine sehr kompetente junge Dame im Chat sitzen, die Frau Drews, die auch Ihre Fragen beantworten kann. Also Sie können jederzeit parallel zu der Vorlesung Fragen stellen. Und da gibt es jemanden, der sich wirklich auskennt und die beantworten kann. Okay, wir gucken uns mal am Beispiel an. Es sei n gleich 3 und die, also ich mache es einfacher, damit man es, also nur mit 3 Datenpunkten ist zwar ein bisschen witzlos, aber dann sehen Sie, was es wirklich geht. Die 3 Datenpunkte seien konkret, x1, y1 sei 0, 0, x2, y2 sei 1, 0, x3, y3 sei minus 2, 1. Das heißt, x1 ist 0, y1 ist 0, x2 ist 1, y2 ist 0, x3 ist minus 2, y1, 3 ist 1. Und dann können Sie diese Datenpunkte in einen Scatterplot zeichnen. Das gibt diese 3 Datenpunkte. Sie sehen hier der Punkt x1, y1, Sie sehen hier den Punkt x2, y2 und Sie sehen hier den Punkt x3, y3, minus 2, 1. Und jetzt möchte ich eine Gerade finden, die den durchschnittlichen Verlauf der y-Koordinate in Abhängigkeit von der x-Koordinate möglichst gut beschreibt. Und da kann ich jetzt ziemlich viele Geraden durchlegen. Sie sehen hier mal 3 Stück. Und dann möchte ich wissen, welche davon ist denn jetzt gut? Wenn Sie sich das mal angucken, was würden Sie sagen? Welche Gerade ist denn da gut? Herr König, bitte. Ja, ich würde die durchgezogene dünne Gerade nehmen, wenn das irgendwie eindeutig ist. Ja, genau die. Einfach aus dem Grund, dass die relativ nah an allen 3 Punkten ist und sozusagen so eine Art Trendlinie ist. Deswegen würde ich die nehmen. Die beschreibt es am besten im Verlauf. Ja, ja. Ist richtig. Okay, das reicht schon. Dankeschön. Aber im Prinzip, ich könnte ja auch sagen, also wir sind uns, glaube ich, einig, diese dick durchgezogene Gerade, die wird keiner nehmen, ne? Weil die ist ja irgendwie von allen Punkten möglichst weit weg. Aber die oben gestrichelte hat ja den schönen Vorteil, sie erwischt diesen einen Punkt genau, ne? Oder so. Und jetzt kann mir jemand sagen, warum denn diese dünne durchgezogene Gerade jetzt eigentlich besser ist als die durchgezogene dicke, diese gestrichelte, Frau Markgraf? Weil sie sich quasi den 3 Punkten am besten nähert im Vergleich zu anderen? Weil sich den 3 Punkten am besten nähert im Vergleich zum anderen. Ja, aber das müssten Sie jetzt ein bisschen genauer sagen, weil kann dann vielleicht jemand anders noch machen. Also Ihre Antwort ist, sie nähert sich den 3 Punkten am besten. Aber das ist ja nicht richtig, weil sie nähert sich ja an dem Punkt hier, den dritten Punkt, nicht besser an als die anderen. Ne? Frau Model? Ja, also wir wollen ja eine Gerade, die unsere Punkte am besten beschreibt, und zwar alle unsere Punkte und wie sie sich ungefähr verhalten. Und die gestrichelte Linie zeigt ja nur den einen Punkt und dessen Steigung. Und da das halt nur ein Punkt ist, ist die Steigung 0 und ist halt nur dem einen Punkt am nächsten und liegt da halt dann perfekt drin. Aber den anderen Punkten ist sie halt relativ weit entfernt. Und damit beschreibt sie nur diesen einen Punkt und nicht alle Punkte im Zusammenhang miteinander. Die dünne zeigt halt alle Punkte im Zusammenhang miteinander und zeigt halt einfach, nicht den, also doch so ziemlich den Durchschnitt von unseren Ergebnissen. Okay, reicht mir schon. Also Sie sagen, wir wollen eben nicht nur einen einzelnen Punkt möglichst genau beschreiben, sondern wir wollen alle Punkte beschreiben. Und das haben Sie jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht, nämlich im Durchschnitt oder im Mittel oder sowas. So was machen wir. Und also die gestrichelte beschreibt zwar einen Punkt sehr schön, aber in Bezug auf die beiden anderen Punkte ist sie eben relativ weit weg. Und deswegen im Mittel oder im Durchschnitt ist sie von den 3 Punkten weiter weg als die dünn durchgezogene Linie. Und das ist das, was wir hier machen. Okay. Sie sehen es auch hier nochmal. Das ist unsere... Das ist die Gerade, die wir am Schluss auswählen würden. Und es geht
uns jetzt hier um die Abstände zwischen den Punkten zu der Geraden, aber die Abstände nicht im geometrischen Sinne. Abstände im geometrischen Sinne, da würden sie senkrecht von der Geraden zum Punkt laufen, sondern den Abstand parallel zur Y-Achse. Warum nehmen wir den Abstand parallel zur Y-Achse? Ja, deswegen, weil wir ja den Y-Wert als Funktion von x vorhersagen wollen. Also ich möchte ja einen Zusammenhang zwischen den x- und den y-Komponenten ermitteln, und zwar. Und dann ist es eben nicht irgendwie so ein geometrischer Zusammenhang, dass die Gerade möglichst nahe dran liegt an den Punkten, sondern ich möchte haben, dass ich diese Funktionswerte auf der Geraden als Vorhersage der Funktion, der Y-Koordinaten der Datenpunkte verwenden kann. Und deswegen haben wir hier diesen Abstand parallel zur Y-Achse. Dann haben Sie diese drei Abstände. Und diese drei Abstände sollen jetzt nicht im Mittel möglichst klein sein, sondern die würden Sie noch quadrieren. Also sie würden dreimal Quadrate bilden, dann das aufsummieren und dann das soll möglichst klein sein. Das Quadrat kommt primär daher, dass das die Rechnung vereinfacht. Also es hat keine große inhaltliche Bedeutung, sondern mit dem Quadrat hat die Gerade, die rauskommt, eben schönere Eigenschaften. Hat auch den Vorteil, dass ich nachher unmittelbar eine Formel für die Gerade angeben kann. Oder so. Praktisch hat es die Konsequenz, dass große Abstände viel stärker ins Gewicht fallen als kleine Abstände. Aufgrund der Tatsache, dass ich hier ein Quadrat nehme. Okay, wir machen es nochmal am konkreten Beispiel. Es sei nun n gleich 3, x1, y1 wieder 0, 0, x2, y2, 1, 0, x3, y3 gleich minus 2, 1. Wir suchen die Gerade y gleich a mal x plus b, wo die Summe der Quadrate der Abstände zwischen den y-Koordinaten der Datenpunkte und den entsprechenden y-Koordinaten der Punkte auf der Geraden minimal ist. Das heißt, sie bilden y1 minus a mal x1 plus b zum Quadrat. Dann y2 minus a mal x2 plus b zum Quadrat und y3 minus a mal x3 plus b zum Quadrat, diese drei Punkte, und tun das Ganze aufaddieren. Und das soll möglichst klein sein. Und da können Sie jetzt einfach einsetzen. Ne? Also Sie wissen ja, was x1, y1 ist. Da ist y1 ist 0, x1 ist 0, setzen Sie einfach ein. x2, y2, da ist y2 wieder 0, x2 ist 1, setzen Sie ein. x3, y3, da ist y3 gleich 1 und x3 gleich minus 2 können Sie einsetzen, gibt das hin. Und dann können Sie es nochmal ein bisschen zusammenfassen. Und dann kommt eben raus b² plus a plus b² plus 1 plus 2a minus b zum Quadrat. Und jetzt suchen wir reelle Zahlen a und b, sodass dieser Ausdruck möglichst klein wird. Ja, und ich hatte hier noch sein Mikro an. Ich muss mal kurz, glaube ich, alle stumm geschaltet. Okay, und ich bin noch nicht stumm geschaltet. Das ist ja klasse. Ja, ich habe mittlerweile mitbekommen, wie ich sie stumm schalten kann. Super, es geht voll voran, falls Sie versehentlich Ihr Mikro einschalten. Okay, hier ist nochmal was im... ja, die Frau Treves hat es auch schon beantwortet. Hervorragend. Eine Frage im Chat. Also jetzt haben wir das und jetzt müssen Sie das irgendwie ausrechnen. Ne? Oder beziehungsweise, jetzt könnten Sie natürlich alle möglichen Werte durchprobieren. Aber das Problem ist natürlich, wenn Sie alle möglichen Werte durchprobieren, das sind unendlich viele. Das kann man de facto mathematisch ausrechnen. Das könnte ich Ihnen jetzt vorrechnen, möchte ich mir aber sparen, weil es nicht arg viel bringt. Ich zeige Ihnen stattdessen mal, auf was es hinausläuft. Sie können in Abhängigkeit von A und B den zu minimierenden Ausdruck grafisch darstellen, indem Sie einfach sagen, Sie machen einen dreidimensionalen Plot. In der Ebene, XY-Ebene unten oder in der AB-Ebene unten, also gehen Sie die ganzen Werte von A und B vor und dann als dritte Raumkoordinate nehmen Sie einfach den Funktionswert von diesem Ausdruck da vorne, b² plus a plus b² plus a plus b zum Quadrat plus 1 plus 2a minus b zum Quadrat. Und das plotten Sie. Es gibt dann eine Fläche im Raum. Und dann sehen Sie, das ist so ein badenwannenförmiges Ding. Und es hat dann wohl irgendwo eine Minimalstelle. Ne? Und nach dieser Minimalstelle suchen wir. Und diese Minimalstelle, ich sage es Ihnen jetzt, was rauskommt. Denn man kann zeigen, dieser Ausdruck wird minimal, wenn Sie a gleich minus 5 Vierzehntel einsetzen und b gleich 3 Vierzehntel.
Es ist nicht besonders schwierig, könnte ich auch mit der Mathematik machen, die Sie aus der Schule kennen, wenn ich es ein bisschen umdeute, Minimierung von Funktionen. Ich müsste Ihnen eben sagen, wie man diese eindimensionale Minimierung, die Sie in der Schule schon hatten, Ableitung 0 setzen, auf eine Minimierung einer Funktion zweier Variablen hochziehen kann. Aber Sie müssen es nicht wissen. Also glauben Sie mir einfach, das kommt raus. Und dann ist die gesuchte Gerade hier gegeben durch y gleich minus 5 Vierzehntel mal x plus 3 Vierzehntel. Und das können Sie dann eben einzeichnen. Und dann bekommen Sie dieses Bild. Haben Sie Fragen soweit? Fragen bis zu dem Punkt? Gut, dann war das jetzt der erste Teil. Also Sie haben gesehen, wie definieren wir diese Gerade oder wie bestimmen wir diese Gerade? Oder beziehungsweise, welche Eigenschaft soll diese Gerade haben? Ne? Und Sie haben ein Beispiel gesehen, was kommt raus, ne? Ohne zu wissen, warum das so rauskam. Ne? Und jetzt kommt es noch schlimmer. Ich werde im allgemeinen Fall sagen, was kommt raus, indem ich ein paar Formeln hinknalle. Also könnte ich jetzt auch herleiten, möchte ich aber nicht machen, weil Sie müssen das nicht wirklich wissen, wie diese Herleitung geht. Aber ich erkläre Ihnen trotzdem die Formel, weil diese Formel wird nützlich sein, um neue statistische Maßzahlen einzuführen. Okay, hier kommt die Formel. Also es gibt diese Formel müssen Sie nicht irgendwie auswendig wissen oder sowas, ne? Auch nicht für die Klausur. Ich erkläre es Ihnen nur mal, um darauf abgeleitet eine neue statistische Maßzahl herleiten zu können oder eigentlich zwei, nämlich die Kovarianz und die Korrelation. Und der Zusammenhang mit dieser Formel wird uns helfen bei der Interpretation der Werte dieser statistischen Maßzahlen. Also allgemein kann man sagen, diese Regressionsgrade kann man hinschreiben mit einer Formel y gleich eine Steigung a Dach mal x minus x quer plus y quer. X quer und y quer sind dabei die arithmetischen Mittel der x und der y-Werte, die wir schon kennen. Und dann sehen Sie insbesondere, wenn Sie für x gleich x quer einsetzen, kommt der Wert y quer raus. Das heißt, diese Gerade hat die Eigenschaft, dass sie durch den Punkt x quer y quer geht. Also durch den Punkt, wo die x-Komponente gerade der Durchschnitt, das empirische arithmetische Mittel aller xi-Werte, also aller x-Werte sind und die y-Komponente gerade das empirische arithmetische Mittel aller y-Werte ist. Durch diesen Punkt geht sie schon mal. Und dann hat sie noch eine spezielle Steigung. Das ist hier ein a-Dach. Und a-Dach können Sie als Quotient schreiben und den Term in Nenner kennen Sie schon. Das ist Sx². Sx² ist die empirische Varianz der x-Koordinaten. Also Sx² ist 1 durch n minus 1 Summe i gleich 1 bis n xi minus x² zum Quadrat. Das kann Sie aus der letzten Vorlesung. Und dann kann ich eben für den Zähler auch eine Formel hingeben und das ist die sogenannte empirische Kovarianz der zweidimensionalen Messreihe SXY und da berechnen Sie 1 durch n minus 1 mal Summe i gleich 1 bis n xi minus x quer mal yi minus y quer. Das heißt, Sie gehen alle Datenpunkte von i gleich 1 bis n oder zu den Indexen i gleich 1 bis n durch. Zu jedem Datenpunkt nehmen Sie den entsprechenden x-Wert, ziehen das empirische arithmetische Mittel von x ab und multiplizieren das mit der Differenz des y-Wertes und zu dem empirischen arithmetischen Mittel der y-Werte. Das gibt dieses xi minus x quer mal yi minus y quer. Da bekommen Sie n Werte. Dann summieren Sie die ganzen Werte auf und teilen jetzt nicht durch die Anzahl der Summanden, sondern durch Anzahl der Summanden, also n minus 1. Das ist die sogenannte empirische Kovarianz. Wir machen es mal. Oder ich gucke mal schnell im Chat rein. Sollen wir die grafische Darstellung für die Ermittlung von A und B beherrschen? Nein, Sie müssen sie nicht erherrschen, sondern Sie müssen das approximativ einzeichnen können. Also was Sie wissen können sollten, ist, wie das ungefähr läuft. Das heißt, ich gehe mal kurz nochmal zurück. Ich gebe Ihnen zum Beispiel so eine Datenwolke vor. Und dann frage ich Sie, welche Eigenschaft hat denn die Regressionsgrade? Ne? Und da müssen Sie in der Lage sein zu erkennen, ja, hier wird die wohl ungefähr so aufsteigend verlaufen. Ne? Die wird keineswegs von da oben verlaufen. Deswegen könnten Sie sofort sagen, die Steigung der Regressionsgrade wird größer als 0 sein.
Also solche Sachen müssen Sie können. Aber die genaue Berechnung müssen Sie nicht können, beziehungsweise was Sie, glaube ich, auch mal in Übung jetzt machen werden. Wir blättern nochmal vor, bis zur Formel, war hier. Sie bekommen die Formel gegeben mit ein paar Datenpunkten und müssen mal konkret einsetzen können. Aber das würde ich in der Klausur normalerweise nicht fragen. Eine Frage im Chat. Die untere Hälfte der Folie ist klausurrelevant. Das war nochmal die Frage zu empirischen Kovarianz. Ja, die Formel der empirischen Kovarianz, ja, ist immer so eine Sache. Müsste ich Ihnen am Schluss noch genauer sagen, welche Formel müssen Sie kennen und welche nicht. Ne? Bin mir aber momentan noch nicht sicher, was ich da... Aber da fragen Sie sich einfach am Schluss der Vorlesung nochmal, ne? Ob Sie, aber eigentlich könnte man sagen, eine empirische Kovarianz sollten Sie vielleicht schon kennen. Wobei, das ist nicht mein Klausurniveau, dass ich Ihnen eine zweidimensionale Messreihe vorgebe und sage, berechnen Sie mal die empirische Kovarianz. Ne? Das wäre nicht das Niveau dieser Vorlesung. Ne? Das hatte ich Ihnen ja mal gesagt, diese verschiedenen Stufen des Verstehens, das wäre ja mehr das Anwenden können. Aber wir wollen ja mehr auf Richtung interpretieren können. Und nachvollziehen, warum Sie was gemacht haben. Bekommen Sie für die Klausur eine Formelsammlung? Nein, Sie bekommen für die Klausur keine Formelsammlung. Bei mir gibt es keine Formelsammlung. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten, wenn Sie eine Klausur haben wollen bei mir. Entweder ich lasse alle Hilfsmittel zu oder ich lasse kein Hilfsmittel zu. Und meistens frage ich die Studenten vorher, wollen Sie alle oder kein Hilfsmittel? Und das hat natürlich einen Unterschied, wie schwierig die Aufgaben werden, ne? Wenn Sie alle Hilfsmittel haben, mache ich natürlich die Aufgaben deutlich schwieriger als kein Hilfsmittel. Deswegen haben die Studierenden eigentlich immer gesagt, keine Hilfsmittel. Ne? Deswegen mache ich traditionell keine Hilfsmittel. Andererseits sind wir gerade in der Pandemie. Ne? Und da möchte ich mich jetzt auch noch nicht festlegen, was wir genau machen. Weil es kann ja am Schluss sein, dass wir die Klausur gar nicht in Präsenz machen, sondern irgendwie digital. Und wenn ich sie digital und Sie schreiben die alleine an Ihrem Rechner, dann haben Sie natürlich alle Hilfsmittel zur Verfügung. Okay, hier kommt Frage nach Frage im Chat. Hier kommt jemand, keine Hilfsmittel, bitte, ja. Ich würde auch vermuten, also ich tendiere zu keine Hilfsmittel, bitte. Aber wie gesagt, es könnte sein, es gibt eine Pandemie, ne? Und beziehungsweise die Pandemie wird schlimmer, ne? Und es kann sein, wir müssten sie dann in der Klausur so setzen, dass sie 10 Meter Abstand zum nächsten haben, ne? Und deswegen bräuchten wir 100 Räume, also ich übertreibe gerade ein bisschen, ne? Aber deswegen bräuchten wir viele Räume und wir brauchen einen großen Abstand und das können wir von den Klausuraufsichten gar nicht mehr machen. Und dann könnte es sein, ich schalte nochmal um auf eine andere Art der Klausur oder sowas. Ne? Habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, also habe ich bei meinen Mathematikern jetzt gemacht. Das war eine sogenannte Open-Book-Klausur, wo sie alle Hilfsmittel hatten und die dann eben da daheim am Rechner geschrieben haben. Die haben sich dann vorher aus dem Internet runtergeladen, hatten dann eine gewisse Zeit und sind da ohne Überwachung da gesessen, haben die Klausur geschrieben und am Schluss wieder ins Internet hochgeladen. Aber ist nicht so ganz das Sinn einer Klausur eigentlich, beziehungsweise, also Sie merken, also mein Sohn hat sowas auch gemacht im Informatikstudium, zweites Semester, ne? Und dann hat er natürlich einen Mathematikprofessor im Haus gehabt, ne? Also er hat es dann ohne den Mathematikprofessor gemacht, aber im Prinzip hätte natürlich der Mathematikprofessor sich daneben setzen können und sagen, ja, jetzt schreibe ich mal bei der Mathe-Klausur mit oder so, ne? Also sowas kann ich dann irgendwie nicht so recht ausschließen, ne? Und das ist dann nicht so ganz, das ist halt eine Schwierigkeit mit der Klausur eigentlich. Aber ich würde vermuten, wir machen es in Präsenz und wir machen es ohne Hilfsmittel, aber ich kann es momentan noch nicht sicher sagen. Ist es eben mit dieser ganzen Pandemie alles ziemlich sicher. Okay, also jetzt sehen Sie hier soweit die Formeln und erstmal, Sie müssen nichts merken und weil Sie sich doch was merken müssen, würde ich es noch sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Ich dachte eigentlich, Sie müssen die empirische Kovarianz nicht wissen, die Formel. Wobei die Formel ja einfach ist. Ne? Also Sie müssen natürlich wissen, was x quer und y quer ist, ne? Aber das ist ein empirisches arithmetisches Mittel. Und dann wissen Sie einfach bei der empirischen Kovarianz, Sie müssen halt von den x-Werten das empirische arithmetische Mittel abziehen, von den y-Werten das empirische arithmetische Mittel machen, Produkt summieren auf und teilen dann eben auch nur durch 1 durch n minus 1, weil hier auch wieder irgendwie die Freiheitsgrade eben nicht n sind, sondern n minus 1. Das steckt dahinter. Okay, jetzt gehen wir uns mal konkret am Beispiel durch. Wenn Sie diese drei Datenpunkte nehmen, n gleich 3, x1, y1 gleich 0, 0, x2, y2 gleich 1, 0, x3, y gleich minus 2, 1, dann können Sie x quer berechnen. Bei x quer nehmen Sie drei x-Werte, die sind 0, 1 und minus 2, addieren Sie auf, also 0 plus 1 plus minus 2 und teilen durch die Anzahl der Werte hier durch 3.
gibt minus ein Drittel. Das gleiche machen Sie für die Y-Werte. Die Y-Werte sind 0, 0 und 1. Aufaddiert durch 3 geteilt gibt ein Drittel. Dann wollen Sie Sx² ausrechnen. Bei Sx² ziehen Sie von den jeweiligen X-Werten x² ab, quadrieren das dann, summieren auf und teilen durch die Anzahl der Datenpunkte minus 1, also in dem Fall durch 3 minus 1, also 2. Das heißt, Sie kommen auf 1 durch 3 minus 1 mal, jetzt der erste x-Wert war 0, Sie ziehen minus ein Drittel ab und quadrieren. Dann der zweite x-Wert ist 1, wieder das x² ist minus ein Drittel, abziehen, quadrieren. Der dritte x-Wert ist minus 2, wieder das minus ein Drittel, abziehen, quadrieren. Jetzt müssen Sie aufpassen, Sie machen so ein Minus, Minus. Das gibt dann ein Plus eigentlich. Also wenn Sie 0 minus minus ein Drittel berechnen, kommen Sie auf plus ein Drittel, müssen quadrieren. Und dann können Sie das Ganze eben hier ausrechnen. Und dann sehen Sie, da kommt 21 Neuntel raus. Wenn Sie es einfach nachrechnen. Und dann brauchen Sie noch SXY. SXY, da haben wir gesagt, also wir gehen nochmal zurück zur Formel. SXY, Sie nehmen die X-Werte, ziehen das X quer ab. Sie nehmen die Y-Werte, ziehen das Y quer ab. Sie multiplizieren das Resultat und Sie summieren es auf und teilen durch N minus 1. Ne? Das heißt, Sie nehmen den ersten X-Wert, das ist 0, ziehen das X quer minus ein Drittel ab, nehmen den ersten Y-Wert, das ist auch 0, ziehen das Y quer, das ist in dem Fall plus ein Drittel ab, multiplizieren das beides miteinander. Das ist das hier, also 0 minus minus ein Drittel mal 0 minus ein Drittel, gibt den ersten Wert. Das gleiche machen Sie für den zweiten und den dritten Wert, summieren alles auf und teilen durch 1 durch 3 minus 2. Können Sie alles ausrechnen, gibt dann minus 15 Achtzehntel. Und dann sehen Sie, Ihr A-Dach ist ja Ihr SXY durch SX Quadrat, können Sie einfach einsetzen, kommen Sie auf minus 5 Vierzehntel und Ihr Y, Ihre Gerade, haben wir ja gesagt, ist A-Dach mal X minus X quer plus Y quer, also A-Dach, also minus 5 Vierzehntel mal X minus minus ein Drittel, also X plus ein Drittel plus ein Drittel, das gibt die Gerade minus 5 Vierzehntel X plus 3 Vierzehntel, die wir vorhin haben. Haben Sie Fragen? Soweit. Oder irgendwas unklar bei der Berechnung? Hier. Also Sie werden es auch noch mal mit, ich glaube, sogar ein paar mehr Datenpunkten in den Übungen machen. Wofür stand das A-Dach? Das A-Dach ist die Steigung unserer Regressionsgraden. Das sehen Sie noch mal hier. Also unsere Regressionsgrade war y gleich A-Dach mal x minus x quer plus y quer. Und A-Dach ist die Steigung und für die Steigung hatte ich hier eine Formel angegeben, SXY durch SX Quadrat. Und wir haben vorhin jetzt einzeln ausgerechnet SXY und SX Quadrat und dann ist es A-Dach SXY durch SX Quadrat und das taucht eben hier als Steigung auf. Also unsere Gerade war y gleich A-Dach mal x minus x quer plus y quer. Noch eine Frage im Chat? Die Steigung der Regressionsgraden, Bezeichnung auch von, hat ja auch schon Frau Dres beantwortet. Okay, noch eine Frage? Gut, ich sehe gerade keine. Dann sehen Sie jetzt hier nochmal, jetzt sehe ich doch nochmal eine Frage. Wenn wir Freiheitsgrade benutzen, ist der ausgerechnete Wert immer eine Schätzung, Annäherung. Naja, also ich habe Ihnen irgendwas von Freiheitsgraden gesagt. Das Ganze, was wir hier machen, ist erstmal eine Gerade, die genau zu unseren Datenpunkten passt. Ne? In dem Sinne, dass sie diese Summe der Quadrate, der quadratischen Abstände minimiert. Wenn wir jetzt aber sagen, hinter diese Gerade ist gleichzeitig eine Schätzung für irgendwas und das steckt eigentlich dahinter, dann müsste ich Ihnen erstmal sagen, was ist denn das Objekt, was wir eigentlich schätzen? Und das können wir so gar nicht machen auf dem Level, weil bei uns gibt es ja nur die Datenpunkte. Bei uns gibt es ja nicht irgendein mathematisches Prinzip im Rahmen der Mathematik des Zufalls, in der die Daten geschätzt werden.
Und Sie haben schon recht, wenn ich von Freiheitsgraden spreche, das hat damit zu tun, dass ich eigentlich in der Mathematik des Zufalls bin. Aber die Mathematik des Zufalls habe ich Ihnen nicht eingeführt. Deswegen kann ich Ihnen auch nicht sagen, für was das eine Schätzung ist. Und deswegen kann ich Ihnen auch nicht wirklich erklären, warum da n-1 statt n manchmal auftaucht. Ne? Wir haben es bei dem SX-Quadrat, ich habe es so ein bisschen plausibel gemacht, ne? Aber so echt überzeugend war diese Begründung eigentlich nicht. Echt überzeugend kann ich die Begründung erst machen, wenn ich eine entsprechende Mathematik dazu mache. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die ich hier eigentlich gerade so ein bisschen motivieren möchte. Es gibt eigentlich die Notwendigkeit, dass wir hier ein bisschen mathematischer vorgehen. Und das werden wir dann in dem nächsten Teil der Vorlesung ab dem nächsten Mal machen. Okay, jetzt haben wir hier die Gerade. Passe gerade an Lesen versus Mathematik an. Sie haben diese Gerade. Wenn ich Ihnen jetzt dieses Bild so vorgebe, wie würden Sie es interpretieren? Hat jemand einen Vorschlag? Was können Sie aufgrund dieser linearen Regression, die wir hier durchgeführt haben, über die Datenpunkte aussagen? Vorschläge? Joshua Dilba, bitte. Ja, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, haben wir eine Steigung über 0. Also es ist klar eine Steigung zu sehen. Die Gerade zeigt das ja auch sehr gut an. Und ich würde hier halt interpretieren, dass halt hier auf jeden Fall eine Korrelation herrscht zwischen halt eben dem PISA-Wert des Lesens und der Mathematik. Und dass mit Steigung des einen Wertes der andere auch gleichzeitig mit ansteigt. Okay, also Sie sagen, die Steigung ist größer als 0 und deswegen, wenn der eine Wert ansteigt, steigt der andere auch. Richtig, ja. Also genauer, wenn der Lesewert ansteigt, dann steigt auch die Mathematikwert an. Sie haben von Korrelation gesprochen, das kommt erst noch. Den Begriff hatten wir noch nicht. Den möchte ich jetzt gerade noch nicht verwenden. Okay. Aber Sie sehen im Prinzip eigentlich auch sogar, wie viel es ansteigt. Ne? Sie können nämlich sagen, wenn das hier bei 400 war und Sie gehen auf 450 hoch, dann ist es bisher 400 und bei 450 ist es ungefähr ja auch 450, ne? Also ungefähr es steigt genauso viel an. Ne? Könnten Sie sogar, ja, also Sie könnten jetzt aufgrund der Größe der Steigung sogar einen genauen quantitativen Zusammenhang angeben. Also Sie könnten dann sagen, ja, wenn wir die Lesefähigkeit jetzt hier um so und so viel verbessern, dann verbessert sich die Fähigkeit in Mathematik auch um so und so viel. Das heißt, wir könnten auf eine naive Interpretation kommen und da gehen wir zum Schluss der Vorlesung nochmal drauf an. Wenn Sie jetzt Deutschland waren, Sie ja hier irgendwo, ne? Wenn Sie besser abschneiden wollen, es reicht eigentlich, wenn Sie die Leute besser in Deutsch unterrichten, dann können die besser lesen, dann schneiden die in Mathe auch besser ab. Also, das wäre so die naive Interpretation, die natürlich aufgrund dieser Gleichzeitigkeit, die Sie hier haben und nicht den kausalen Zusammenhang irgendwie falsch ist. Aber das werden wir dann noch sehen. Gut, dann mache ich weiter. Und zwar das nächste, was kommt, ist eine maßstabsunabhängige Variante der empirischen Kovarianz SXY gleich 1 durch n minus 1, j gleich 1 bis n, x, i minus x quer mal y, i minus y quer. Was meine ich mit maßstabsunabhängig? Naja, also wir haben ja gerade Punkte vergeben, ne? Die Lesefähigkeit und die Fähigkeit in Mathematik haben wir durch Punkte vergeben und diese Punkte, wenn wir nochmal zurückgehen, das war sowas zwischen 0 und 600 oder so ungefähr. Und jetzt könnten wir ja auch sagen, ja, wir normieren es um. Ne? Wir machen es in Prozentualwert des Maximalen und machen dann eine Zahl draus zwischen 0 und 100 oder wir schreiben die Prozentualzahl auch als Dezimalzahl, dann hätten Sie irgendeine Zahl zwischen 0 und 1 für den x-Wert. Und dann würden Sie einfach die ganzen x-Werte irgendwie durch eine feste Zahl teilen, um das neu zu reskalieren. Ne? Und dann sehen Sie mit einem Schlag, wenn Sie alle x-Werte zum Beispiel durch 10 teilen, dann ändert sich natürlich auch das empirische arithmetische Mittel um den Faktor 10. Das heißt, hier steht ein Faktor 1 Zehntel dann drin, ne? Und den können Sie rausziehen und dann kommt der ursprüngliche Wert, ändert sich auch um diesen Faktor 1 Zehntel. Ne? Und dann ist dieses SXY hat sich auf einmal um den gleichen Faktor verändert. Ne? Und dann sagt Ihnen der absolute Wert nicht mehr viel aus. Und jetzt gibt es eben einen Wert, und das ist die sogenannte empirische Korrelation, wo die maßstabsunabhängig ist. Das heißt, wo wenn Sie den Maßstab verändern, in dem Sinne, dass Sie
alle Werte durch einen festen Wert teilen, bei x und bei y und anderen, dass sich der Wert nicht ändert. Und dann nehmen Sie einfach den bisherigen Wert und teilen durch die Wurzel aus der empirischen Varianz der x-Komponenten und die Wurzel der empirischen Varianz der y-Komponenten. Das heißt, Sie bilden rxy gleich sxy durch sx mal sy. Und es ist dann die Formel hier, das sxy steht im Zähler und im Nenner steht Wurzel aus 1 durch n minus 1 Summe i gleich 1 bis n x i minus x quer zum Quadrat. Das ist die Wurzel aus dem sx Quadrat mal Wurzel aus 1 durch n minus 1 Summe i gleich 1 bis n y i minus y quer zum Quadrat. Das ist die Wurzel aus sy Quadrat. Und das sehen Sie jetzt nicht sofort, dass das maßstabsunabhängig ist, aber ich könnte es Ihnen vorrechnen. Wir haben, glaube ich, eine Übungsaufgabe auch dazu, wo Sie sich ein bisschen damit beschäftigen. Was passiert, wenn Sie jetzt hier diese, zum Beispiel alle x-Werte durch eine feste Zahl, sagen wir 10, teilen? Wir haben schon gesehen, diese empirische Varianz ändert, diese empirische Korrelation ändert sich auch um den Faktor 1 Zehntel. Sie sehen vielleicht auch, aufgrund der Tatsache, dass bei der empirischen Kovarianz hier im Nenner, was unter der Wurzel steht, ein Quadrat steht, ändert sich das dann um einen Faktor 1/100. Aber dann ziehen Sie ja, abschließen wir die Wurzel. Dann ändert sich das auch um einen Faktor 1 Zehntel. Und dieses 1 Zehntel im Zähler und Nenner kürzt sich anschließend raus. Das heißt, es bleibt gleich. Wenn Sie es nicht sehen, macht nichts. Glauben Sie es mir einfach. Das Schöne an dem Ding ist, es ist maßstabsunabhängig. Und sowohl diese empirische Kovarianz SXY als auch die empirische Korrelation RXY gleich SXY durch SX mal SY haben das gleiche Vorzeichen wie die Steigung der Regressionsgraden. Warum die Steigung der Regressionsgraden, war ja unser A-Dach von vorhin, ist SXY durch SX Quadrat. Wenn Sie es vergleichen mit der empirischen Kovarianz, naja, das ändert sich ja um den Faktor SX Quadrat. Und der ist immer größer als 0, größer gleich 0. Wenn er größer als 0 ist, ist klar, hat SXY das gleiche Vorzeichen wie SXY durch SX Quadrat. Wenn er gleich 0 ist, naja, da müssten Sie nochmal zurückblättern und sich klar machen, was war nochmal die empirische Varianz der X-Komponenten. Das war ja so ein XI minus X quer zum Quadrat aufsummiert, geteilt durch N minus 1. Wenn das gleich 0 ist, da alle Summanden nicht negativ sind, müssen alle Summanden gleich 0 sein, dann sind alle XI gleich x quer. Dann heißt es aber auch automatisch, dass ihr SXY auch gleich 0 ist, weil bei dem SXY taucht ja auch so ein XI minus x quer als ein Produkt auf. Und dann würden Sie hier 0 durch 0 einfach durch 0 definieren. Aber das hat dann in dem Sinne auch das gleiche Vorzeichen. Also es ändert am Vorzeichen nichts. Und auch hier machen Sie ja nichts anderes, dass Sie eben, da würden Sie das A-Dach einerseits mit SX Quadrat durch SX, also mit SX multiplizieren und durch SY teilen. Und da das beides entweder positive Zahlen sind oder in dem Fall, dass die Zahlen 0 sind, ist das SXY gleich 0, ändert sich da auch nichts an dem Vorzeichen. Also sowohl die empirische Kovarianz als auch die empirische Korrelation haben das gleiche Vorzeichen wie die Steigung der Regressionsgraden. Und sie machen daher eine Aussage über einen linearen Zusammenhang zwischen den X- und den Y-Koordinaten in der Datenmenge. Genauer, die empirische Kovarianz oder Korrelation ist genau dann positiv, wenn auch die Steigung der Regressionsgraden positiv ist. Sie ist genau dann negativ, wenn auch die Steigung der Regressionsgraden negativ ist. Und ist die empirische Kovarianz oder Korrelation 0, so verläuft die Regressionsgrade waagrecht. Weil ist die empirische Kovarianz oder Korrelation 0, dann haben Sie automatisch diesen Fall, dass entweder, ja, dass entweder die xi gleich den x quer sind für alle i gleich 1 bis n oder die yi gleich den y quer für alle. Nee, ich muss so sagen, dann sind die, ja, ist die empirische Kovarianz oder Korrelation 0, so verläuft die Regressionsgrade waagrecht, können Sie sich auch klar machen. Ich möchte es nicht genauer begründen. Also eigentlich ist es klar, wenn die Sachen eben nicht 0 sind, ne? Oder so. Aber okay. Und eine schöne Eigenschaft ist eben, darüber hinaus kann man zeigen, die empirische Korrelation nimmt nur Werte in minus 1, 1 an und ist sie gleich minus 1 oder plus 1, so liegen alle Punkte auf einer Geraden. Und im Beispiel oben bekommen Sie jetzt SXY ist gleich 2923. Damit fangen Sie nicht viel an, ne? Weil warum ist es 2923? Abgesehen davon, dass es größer als 0 ist, ne? Und dann haben Sie so ein RXY ungefähr 0,9479 und das ist jetzt auch größer als 0. Dann wissen Sie sofort, die Steigung der Regressionsgraden ist größer 0. Schön, ein Punkt.
Und der zweite Punkt, es ist eben auch noch relativ nahe bei 1 an und 1 dran und damit sind sie, kann man auch zeigen, relativ nahe an dem Fall, dass die Punkte auf einer Geraden liegen. Aber das war ja im Bild auch so. Okay, haben Sie Fragen soweit? Ich sehe gerade keine Fragen. Das trifft sich gut, weil ich habe eine Frage an Sie. Damit sind wir mal wieder beim Pingo-Moment. Lassen Sie mich schnell versuchen, mal auf meine Pingo-Umfrage zu gehen. Wir gehen auf pingocoactum.de. Ich logge mich ein. Ich mache es groß. Wir haben die Umfrage zur vierten Vorlesung vom 9.11.21. Sie sollen wieder angeben, welche der folgenden Aussagen sind richtig. Es sind 4 Aussagen. Die erste Aussage: Die lineare Regressionsgrade kann man nur berechnen, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen den x-Werten und den y-Werten im Datensatz besteht. Ja oder nein? Wenn Sie es für richtig halten, ja ankreuzen. Wenn Sie es für nicht richtig halten, nein. Zweite Aussage: Den Wert der empirischen Korrelation kann man nur dann sinnvoll interpretieren, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz besteht. Wieder ja oder nein. Dritte Aussage: Ist die Korrelation größer als 0, so ist die Steigung der linearen Regressionsgraden positiv. Und vierte Aussage: Ist die Korrelation 0, so besteht kein Zusammenhang zwischen den x- und y-Werten im Datensatz. Ich tue es mal starten. Wir sind bei pingocoactum.de 639938. Ja, es hat auch schon jemand in den Chat eingegeben. Also pingocoactum.de 639938. Ist es richtig, dass man die lineare Regressionsgrade nur berechnen kann, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz besteht? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ist es richtig, dass wenn man den Wert der empirischen Korrelation nur dann sinnvoll interpretieren kann, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz besteht? Ja oder nein? Dritter Punkt, ist es richtig, dass, wenn die Korrelation größer als 0 ist, so ist die Steigung der linearen Regressionsgraden positiv? Und vierter Punkt, ist die Korrelation 0? Ist es richtig, dass, wenn die Korrelation 0 ist, dann besteht kein Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz? Nicht ganz einfach, die Fragen, aber schauen Sie mal, was Sie gelernt haben bisher. Okay, jetzt haben schon 96 Leute sich mit der von 96 Teilnehmern und haben sich 96 und sich 97 verbunden. Das ist faszinierend. Wie können sich 97 verbinden, wenn 96 nur da sind? Oder zähle ich mit? Aber ich bin eigentlich mit 2 da. Ich habe noch, ach, jetzt sind es auch nur 95. Oder so, ja. Also ich sehe gerade zur Zeit verbunden ca. 95. Also das ist schon fast eine Vollerhebung, ne? Kann man sagen. Gut, ich glaube, Sie haben es schon mehr oder weniger alle gesagt. Es sind noch 10 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden laufen und dann wollen wir mal gucken, was Sie sagen und dann wollen wir mal gucken, was ich dazu sage. Okay, hier sind Ihre Antworten. Die erste Aussage. 31% sagen, die lineare Regressionsgraden kann man nur berechnen, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz besteht. Da hat die Mehrheit von Ihnen recht, nämlich 70% sagen, das ist nicht. Die lineare Regressionsgrade können Sie immer berechnen. Es ist nur die Frage, ob das, was rauskommt, sinnvoll ist oder ob Sie das, was rauskommt, sinnvoll interpretieren können. Das ist der Punkt. Aber berechnen können Sie es immer. Auch wenn kein linearer Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz besteht. Allerdings, wenn Sie gemeint haben, es ist da nicht sinnvoll, dann hatten Sie auch recht. Ne? War der erste Punkt. Dann zweite, den Wert der empirischen Korrelation kann man nur dann sinnvoll interpretieren, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz besteht. Da waren Sie so ziemlich halb-halb, also knapp über die Hälfte haben gesagt, das ist nicht richtig. Die knapp unter der Hälfte haben gesagt, ja, das stimmt. Das ist, ja, also ich würde eigentlich sagen, das ist richtig, aber da können Sie sich drüber streiten. Ne?
Weil eigentlich setzt eben die lineare Korrelation, wenn Sie das interpretieren im Hinblick auf die Regressionsgraden, ne, dann setzt eben die Regressionsgrade eigentlich voraus, dass ein linearer Zusammenhang besteht. Sonst macht es gar keinen Sinn, so eine lineare Gerade zu verwenden. Aber Sie können natürlich sagen, okay, der Zusammenhang besteht nicht genau, sondern nur approximativ. Also hier wäre mir nicht ganz, würde ich nicht ganz klar sagen, was die richtige Antwort ist. Also man kann sagen, Sie hatten alle recht. Ne? Aber ich würde dazu tendieren, den Wert der empirischen Korrelation kann man nur dann sinnvoll interpretieren, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen den x- und den y-Werten im Datensatz besteht. Wäre meine Aussage. Ne? Weil das eben eine Aussage über den linearen Zusammenhang macht. Und wenn Sie eben keinen linearen Zusammenhang haben, dann macht es auch keinen Sinn. Dann dritte Frage, ist die Korrelation größer als 0, so ist die Steigung der linearen Regressionsgraden positiv. Das ist klar, das sagt die Mehrheit von Ihnen, das stimmt und das ist auch richtig. Also ist die Korrelation größer als 0, dann ist die Steigung der linearen Regressionsgraden positiv, weil wir haben ja vorhin gesagt, die Korrelation und auch die Kovarianz haben das gleiche Vorzeichen wie die Steigung der Regressionsgraden. Und dann die vierte Aussage, ist die Korrelation 0, so besteht kein Zusammenhang zwischen den x- und y-Werten im Datensatz. Da sagt die Mehrheit von Ihnen, das ist nicht der Fall, aber eine Minderheit, 43%, das ist so. Ja, es kommt darauf an, was der Zusammenhang ist. Ne? Also es ist eben kein linear steigender oder kein linear fallender Datensatz, aber es kann schon ein anderer Zusammenhang sein. Und zwar können Sie so eine badewannenförmige Punktwolke haben. Ne? Also wenn Sie so eine Funktion hier haben, dann würde auch die Regressionsgrade ungefähr 0 verlaufen. Trotzdem würden Sie sagen, Sie haben eigentlich einen klaren Zusammenhang, nur ist der halt nicht durch eine lineare Funktion beschreibbar. Okay, ich stoppe mal das Bildschirm nutzen. Haben Sie soweit Fragen? Von Ihrer Seite. Fragen soweit? Dann können wir mal gucken, ist der Herr Schwab schon da? Noch nicht ganz. Ich bin auch 2 Minuten zu früh. Ne? Dann machen wir nochmal den Bildschirm freigeben. Ich gebe den Bildschirm nochmal kurz frei. Und ich gehe nochmal schnell auf. Ja. Los. Und wir kommen noch für die nächsten 2 Minuten, bevor ich dann abbreche, zum nächsten Teil. Mal gucken. Ist jetzt der Herr Schwab da? Oder so? Da hat sich gerade auch jemand zugeschaltet. Ja gut, vielleicht noch nicht mit Ton. Aber bei 97 Teilnehmern sehe ich nichts. Ne? Also gut, dann warten wir genau bis 9. Okay. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Abschnitt, wo ich Ihnen noch kurz was aus der modernen Statistik vorstellen möchte, auch wieder auf dem Niveau der beschreibenden Statistik, der nichtparametrischen Regressionsschätzung. Wir betrachten eine Verallgemeinerung der linearen Regression, also als eine mögliche Verallgemeinerung der linearen Regression ist, man fasst Funktionen allgemeiner Bauart, zum Beispiel Polynome, an die Daten an. Zum Beispiel wie bei der linearen Regression durch Minimierung der Summe der quadratischen Fehler. Das wäre das Prinzip der kleinsten Quadrate. Und falls Sie dabei die Bauart vorgeben und diese nur von endlich vielen Parametern abhängt, haben Sie die sogenannte parametrische Regressionsschätzung. Das heißt, Sie passen eine Funktion einer vorgegebenen Bauart an und Sie geben die Bauart vor, die hängt von endlich vielen Parametern ab, das heißt, von endlich vielen unbekannten reellen Zahlen. Und dann, wenn Sie diese ganze Funktion schätzen wollen, Herr Schwack, ich sehe Sie, wenn Sie dann die ganze Funktion schätzen wollen, dann müssen Sie eben nur diese paar Parameter schätzen, was deutlich einfacher ist. Und wenn Sie das nicht machen, und das machen wir gleich, dann haben wir die sogenannte nichtparametrische Regression. Aber vorher kommen wir zu Ihrer aktiven Pause und ich kann direkt übergeben zu Herrn Schwack. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich höre. Okay, ich drehe heute von zu Hause. Deswegen ein bisschen anderes Setting.
Wir fangen an, ein bisschen unsere Hüfte zu mobilisieren. Das heißt, ihr nehmt euer rechtes Bein und pendelt das einmal von vorne nach hinten. Und ihr probiert, in der Vorwärtsbewegung und in der Rückwärtsbewegung immer weiter zu kommen mit jeder Bewegung. Das Bein ist dabei annähernd gestreckt. Und ihr probiert hier ruhig auch immer mehr in schwingende Bewegung zu gehen, wenn der Platz dafür da ist. Schwieriger ist es, wenn man die Fußspitze dabei noch anzieht. Also wer so ein bisschen kleine Dehnung im hinteren Oberschenkel spürt, kann die Fußspitze noch anziehen. Und dann wechseln wir die Seite. Erstmal leicht anfangen und dann mit jeder Bewegung etwas größer werden. Und wieder, wenn kein Zug zu verspüren ist, die Fußspitze anziehen. Und dann pendeln wir wieder das rechte Bein von links nach rechts diesmal. Hier wieder versuchen, größer zu werden. Und dann die Seite wechseln. Dann schnappen wir uns unser rechtes Bein, nehmen das Knie auf Hüfthöhe und drehen unser Knie jetzt nach außen. Die Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet. Gehen nach unten, fast bis zum Boden, wieder hoch und wieder zurück. Knie nach außen, nach unten, hoch und wieder zurück. Noch einmal. Andere Seite. Okay, jetzt nehmen wir einmal unsere Arme gestreckt über den Kopf und beugen den Rumpf zur Seite über die Hüfte hinweg. Die Hüfte bleibt auf ihrer Position. Sollte eine Dehnung hier in der seitlichen Bauchmuskulatur zu spüren sein. Beide Arme sind gestreckt. Dann wechseln wir zur anderen Seite. Einen Moment halten und nochmal rüber zur anderen Seite. Vielleicht kommt man jetzt schon wieder ein bisschen weiter. Und wieder wechseln. So, als nächstes bringen wir uns in diese Position. Unsere Beine sind leicht gebeugt. Oberkörper nach vorne unten, Blick nach vorne unten gerichtet, Rücken gerade. Arme gehen nach vorn. Und jetzt versuchen wir hier mit schnellen, kleinen Bewegungen unseren ganzen Rumpf zu aktivieren. Rumpf- und Schultermuskeln, da sind jetzt ganz viele Muskeln beteiligt an dieser Bewegung. Ihr versucht, eine hohe Frequenz zu fahren, so schnell wie möglich. Die Arme nach oben und unten. Ich werde jetzt gleich abwärts zählen. Und
Und nochmal zusammen. 10, 9, 8, haut nochmal alles raus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Stopp. Und dann können wir alle zusammen nochmal aushängen. Beine sind leicht gebeugt, Oberkörper einfach abwärts hängen lassen. Und dann gehen wir wieder hoch. Nehmen noch einmal unser Knie, das rechte Knie nach oben auf Hüfthöhe. Bringen unsere Hände übereinander und drücken jetzt fest auf den vorderen Oberschenkel. Ihr werdet sofort merken, der Bauch muss stark arbeiten. Und Seitenwechsel. Okay, und ich sehe, wir sind mit den 5 Minuten durch. Ja, herzlichen Dank. Bitte, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Okay, da müsste ich noch einmal meinen Bildschirm freigeben. Wir müssten noch mal zurückgehen auf die Folien. Ja, das war jetzt falsch. Hier waren wir, ne? Okay, also ich stelle Ihnen gerade die nichtparametrische Regressionsschätzung vor. Es gibt erstmal eine einfache Verallgemeinung der linearen Regression, wo Sie einfach statt anstelle einer linearen Gerade eine Funktion allgemeineren Bauarts an die Daten anpassen. Zum Beispiel ein Polynom. Sie könnten zum Beispiel ein Polynom zweiten Grades nehmen. Also Sie nehmen einfach eine Funktion y ist gleich a mal x Quadrat plus b mal x plus c und bestimmen dann die Parameter a, b, c so, dass diese Summe der Quadrate Summe der quadratischen Abstände zwischen den y-Werten der Datenpunkte und den y-Werten aufgrund dieser Funktion, also yi minus in Klammern a mal xi zum Quadrat plus b mal xi plus c, Klammern zum Quadrat, dass das möglichst klein wird, aufsummiert von i gleich 1 bis n. Und da können Sie dann genauso eine Formel angeben, nur wäre die Funktionformel noch viel komplizierter, aber Sie könnten es zum Beispiel am Rechner relativ einfach berechnen. Und da würden Sie eben die Bauart vorgeben und diese hängt nur von endlich vielen Parametern an, dann hätten Sie sogenannte parametrische Regression, weil Sie könnten ja jetzt ein Polynom zweiten Grades nehmen, Sie könnten aber auch ein Polynom dritten oder vierten Grades nehmen. Und falls Sie jetzt eben überhaupt keine Annahmen an die Bauart machen, dann sind Sie bei der nichtparametrischen Regression. Da wird keine Annahme an die Bauart der anzupassenden Funktion gemacht. Was ist ein Polynom? Gerade die Frage im Chat. Ja, Polynom ist einfach sowas wie x² plus 2x plus 3. Also irgendwie, Sie haben Potenzen von x und mit irgendwelchen Koeffizienten davor, zum Beispiel 2 mal x² plus 3 mal x plus 1, also einmal x hoch 0 und addieren das Ganze auf, das ist ein Polynom. Frau Dreves hat es auch schon beantwortet. Okay, und ich möchte Ihnen jetzt ein ganz einfaches Verfahren vorstellen, wie Sie das ohne Annahme der Bauart der anzupassenden Funktion machen können. Und das ist die sogenannte lokale Mittelung. Der Wert des Schätzers an einer Stelle z ist das arithmetische Mittel der y-Werte aller der Datenpunkte, bei denen der Abstand von x-Wert zu z kleiner als eine vorgegebene Schranke ist. Was meine ich dazu? Nun, Sie haben hier so eine badenpfannenförmige Punktwolke, wie ich vorhin gemeint habe. Sie können sich erstmal überlegen, ja, wenn Sie hier jetzt eine lineare Regression reinlegen, ja, die Regressionsgrade würde so ungefähr waagrecht verlaufen. Ne? Also vielleicht nicht genau, aber wahrscheinlich ungefähr waagrecht. Also ich könnte die Punkte wahrscheinlich genauso legen, dass sie genau waagrecht läuft. Und dann würden Sie sagen, aufgrund der linearen Regression, ja, da ist kein Zusammenhang zwischen den x und den y-Werten, weil die Korrelation ist 0. Aber andererseits sehen Sie schon, da ist hier ein Zusammenhang zwischen den x- und y-Werten. Ne? Nämlich der y-Wert fällt ja erst ab und dann steigt er wieder an mit wachsenden x.
wert. Also wir machen sowas und da möchte ich jetzt irgendwie versuchen, eine Funktion allgemeiner oder ohne Annahme an die Bauart der Funktion, die den Verlauf der Funktion zu schätzen. Das mache ich wie folgt. Also ich gebe mir hier so einen Wert z vor, an dem ich den Funktionswert haben will. Dann gehe ich ein kleines bisschen nach links, ein kleines bisschen nach rechts. Das ist hier ein Parameter, wie weit ich nach links oder nach rechts gehe. Also ich sage hier vielleicht gerade dieses Stück, sage ich, das ist, würde ich als Zahl vorgeben. Soweit gehe ich nach links und nach rechts. Und dann gucke ich mir alle Datenpunkte an, deren x-Wert in dem entsprechenden Intervall liegt. Das sind hier die 6 fett eingezeichneten Datenpunkte. Und von den Datenpunkten betrachte ich die 6 y oder betrachte ich die y-Werte der y-Komponente und bilde das empirische arithmetische Mittel. Und das habe ich hier als Strich eingezeichnet. Und also Sie können sagen, wenn es ein Histogramm wäre, ne, dann würden Sie, oder nee, ja, Histogramm habe ich Ihnen nicht erklärt in dem Sinne. Also wenn ich eine stückweise konstante Schätzung machen würde, dann könnte ich sagen, ja, dann würde ich einfach auf dem Intervall das durch den Mittelwert schätzen. Aber das mache ich nicht, sondern ich nehme diesen Mittelwert jetzt nur an einer einzigen Stelle, nämlich an der Stelle z. Und da habe ich meinen Funktionswert meines Schätzes. Und dann mache ich das für den nächsten Punkt und für den dritten und für den vierten und für den fünften. Und dann sehen Sie vielleicht ein mit einem Schlag, das machen Sie nicht von Hand. Ne? Weil das ist nichts, was Sie irgendwie mit dem Taschenrechner machen würden und einzeichnen würden oder so, sondern das würden Sie eben irgendwie, aber das macht man ja heutzutage auch nicht unbedingt, das machen Sie am Rechner. Und dann haben Sie auch keine feste Funktion, aber so einen Funktionsgraph, den könnte ich Ihnen einzeichnen. Und dann machen Sie es de facto noch ein bisschen komplizierter, nämlich Sie würden bei diesem Mittel, würden Sie sagen, Sie mitteln die Punkte so, dass Sie den Punkten, die näher dran sind, wo der x-Wert näher dran ist an z, ein größeres Gewicht geben als denen, die weiter weg von z sind. Also das können Sie hier auch noch machen. Möchte ich Ihnen jetzt nicht groß erklären, aber das habe ich jetzt hier im Beispiel gemacht zwischen dem Zusammenhang zwischen den durchschnittlichen Leistungen in den Bereichen Lesen und Mathematik bei der PISA-Studie im Jahr 2009 bei den 66 teilnehmenden Ländern. Und dann bekommen Sie so einen Verlauf raus, ne? Und dann sehen Sie, dieser Verlauf ist irgendwie anders, ne? Kann jemand von Ihnen was dazu sagen? Inwiefern unterscheidet sich dieser Verlauf? Und sieht es plausibel aus, dass er sich so unterscheidet? Also zwei Fragen, vielleicht erstmal die erste. Inwiefern unterscheidet sich der Verlauf von dem, was wir bisher hatten mit der linearen Regression? Frau Model? Ja, also der ist halt jetzt nicht mehr linear. Der ist nicht mehr linear, aber ich meine, wo weicht er denn ab von dem bisherigen Verlauf und wie weicht er da ab? Können Sie da was sagen? Ich glaube, bei x, was ist denn, 375 bis 425, da haben wir jetzt einen Tiefpunkt und ich glaube, das war vorher einfach lineal drüber weiterhin. Naja, einen Tiefpunkt haben Sie nicht, ne? Aber Sie haben irgendwie wenn Sie es hier linear anpassen würden, dann hätten Sie eine geringere Steigung als beim nächsten, ne? Und, ja. Und hier wieder eine höhere Steigung, ne? Also jetzt reden Sie mehr über die Ableitung und dass die vielleicht einen Tiefpunkt oder Hochpunkt hat oder sich anders verhält, ne? Oder sowas, ne? Also da haben Sie recht, ne? Aber ich meine, einen Tiefpunkt haben Sie in dem Sinne nicht, ne? Nicht einen Tiefpunkt von der Funktion, aber Sie haben eben verschiedene Steigungen in verschiedenen Bereichen, ne? Okay. Noch jemand? Möchte noch jemand was dazu sagen? Frau Stein, bitte. Mir wäre noch aufgefallen, dass ab dem Wert 475 die Schwankung kleiner ist. Also das könnte man schon fast als gerade bezeichnen, wenn man da die Linie hochgeht. Und dass im unteren Bereich quasi die Varianz zwischen wie gut das zusammenhängt ein bisschen sich unterscheidet. Also oben nähert sich eher an was Lineares an und also Sie würden sagen, ja, man könnte irgendwie so sagen, so einzelne Abschnitte sind durchaus linear. Ne? Also hier sieht es linear aus, hier sieht es auch linear aus, hier sieht es auch wieder linear aus. Man könnte vielleicht was deuten, dass wenn man sowieso schon nicht so gut lesen kann, dass man das nicht so gut vergleichen kann miteinander, ob das zusammenhängt oder nicht. Also jetzt kommt die nächste Frage, wie Sie es deuten können. Ne? Aber wir halten erst mal fest, was Sie hier beobachten. Beobachten könnten Sie eigentlich, also hier haben Sie einen Anstieg, hier haben Sie einen zweiten Anstieg, also hier haben Sie einen größeren, dann wieder einen kleineren, dann wieder einen größeren
dann nochmal einen kleineren Anstieg. Ne? Oder so könnte man es umdeuten. Wobei diesen einen Datenpunkt, der liegt ja so ein bisschen abseits, das würde ich vielleicht ignorieren. Ne? Weil das ist so, das wird die ganze Schätzung wird beeinflusst. Aber was Sie hier machen, ist eigentlich eine Schätzung von der Funktion, die zugrunde liegt. Durch einen einzigen Datenpunkt kann man immer schlecht interpretieren. Aber hier liegen mehr Datenpunkte zugrunde. Ne? Dann würden Sie sagen, ich könnte vielleicht drei Regressionsgraden machen. Hier einen Abschnitt, hier einen zweiten Abschnitt mit einer größeren Steigung, hier wieder einen Abschnitt mit einer kleineren Steigung. Und dann fällt aus, ich würde eben in dem mittleren Bereich würde ich eine höhere Steigung ansetzen als in den beiden Endbereichen. Und können Sie das irgendwie interpretieren? Erscheint das irgendwie sinnvoll? Hat da jemand von Ihnen einen Vorschlag? Da müssten Sie jetzt mal an die Daten denken. Um was für Daten handelt es sich denn? Es ist eine PISA-Studie. Frau Markgraf? Ja, also man könnte vielleicht da reindeuten, dass sich die Lesefähigkeit nur in einem gewissen Bereich stärker auf die Mathematikfähigkeit auswirkt und es dann ab einer gewissen Höhe, sage ich mal, vielleicht so bei 475 so eine Art Plateau erreicht oder nicht direkt genau, Plateau, genau. Aber gleichmäßiger dann. Also Sie haben genau richtig, das ist unsere Beobachtung, was unsere Schätzung eigentlich gerade aussagt. In dem mittleren Bereich wirkt sich die Lesefähigkeit massiv auf die Mathematikleistung auf, aber in dem ganz hohen Bereich und dem ganz niedrigen Bereich nicht so sehr. Und können Sie sagen, das ist plausibel aufgrund der Daten, die Sie da angucken? Was Daten? Jetzt müssen Sie wissen, was ist denn die PISA-Studie? Was macht man denn bei der PISA-Studie? Hat da jemand von Ihnen eine Ahnung? Irgendjemand studiert doch auch, glaube ich, Pädagogik oder so, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Theodora Nikolopoulou, bitte. Ja, das ist doch wie so eine vergleichsweite, fast schon europaweite Lernstandserhebung im Fach also Deutsch. Ist eine weltweite Lernstandserhebung, ne? Nicht nur Europa, ne? PISA ist weltweit. Deswegen waren ja auch so seltsame Länder drin, wie, also da war ja auch Shanghai dabei, ne, China, ne? Da waren ja Länder, weiß Gott wo, überall dabei, ne? Vergleich. Aber können Sie was über die Aufgaben sagen, speziell über die Aufgaben in Mathematik bei der PISA-Studie? Hat da jemand eine Ahnung? Frau Model nochmal? Ja, also dass wahrscheinlich das Leseverständnis für die Aufgaben einfach irgendwann ab einem gewissen Punkt, also wie gesagt, es hilft ja nicht mehr, weil einfach. Irgendwann brauchst du keinen besseren Wortschatz mehr, um Sachaufgaben zu verstehen. Ab einem gewissen Punkt sind ja der Schwierigkeitsgrad von Sachaufgaben oder halt der Leseschwierigkeitsgrad bei Sachaufgaben ist ab einem gewissen Punkt überall gleich. Und es geht ja dann wirklich nur noch auf den Inhalt, den du daraus finden musst. Also man muss eben du arbeiten musst. Das ist richtig. Also das ist natürlich klar, damit Sie nur eine Aufgabe bearbeiten können, müssen Sie auch die Aufgabe verstehen. Ne? Und dazu müssen Sie die Aufgabe lesen können. Und jetzt müssen Sie wissen, bei PISA-Studien, das sind ja speziell auch Textaufgaben. Ne? Da geht es ja nicht nur um die reine mathematische Formel, berechnen Sie eine Regressionsgerade oder berechnen Sie eine Ableitung, sondern da geht es mehr auch um Verständnisfragen drumherum. Und das macht die, das ist dann sehr plausibel, dass Sie eben im, wenn jemand sehr, sehr wenig lesen kann, dann kriegt er auch in Mathematik nichts hin. Aber wenn Sie das dann steigern, dann geht auch die Mathematikleistung hoch. Und wenn eben jemand sehr viel schon lesen kann, dann bringt die Lesesteigerung nichts mehr. Also es ist genau eine Erklärung, die Sie eigentlich erklären können, aufgrund der Erstehung der Daten muss das eigentlich so sein. Aber Sie sehen, hier dieses nicht-parametrische Verfahren hat Ihnen eben so einen Zusammenhang gezeigt, ohne dass Sie ihn vorher eigentlich schon wussten. Und das ist eigentlich so, wie ich finde, das Faszinierende dran. Okay, noch Fragen dazu? Ich sehe gerade keine, dann können wir nochmal zurückgehen. Also was ich hier gesagt habe, Sie gehen ein kleines bisschen nach links, ein kleines bisschen nach rechts. Ne? Das ist auch wieder ein Parameter, wie weit gehen Sie zurück. Und das ist die sogenannte Bandbreite. Ne? Also wie weit gehen Sie nach links und wie weit zurecht, ähnlich wie beim Bandbreite. Und dann bekommen Sie ganz verschiedene Bilder, je nachdem, ob Sie die sehr klein wählen oder ob Sie die sehr groß wählen. Wenn Sie die extrem groß wählen, dann haben Sie letzten Endes alle Datenpunkte drin, wo Sie, wenn Sie nach links und nach rechts gehen, ne? Dann ist Ihr Funktionswert einfach nur der Mittelwert der Y-Werte. Ne? Wenn Sie die aber sehr klein gehen, dann passen Sie sich eben sehr gut an die Daten an und es schwankt
muss. Und irgendwo in der Mitte war dann das, was ich Ihnen eigentlich gerade gezeigt habe. Ne? War so ein mittlerer Wert. Und jetzt sehen Sie, Sie haben mal wieder so ein Verfahren und dieses Verfahren hat einen Parameter und Sie wissen überhaupt nicht, was dieser Parameter bei diesem Verfahren überhaupt soll. Oder so. Oder warum wir da überhaupt einen Parameter haben. Aber das liegt eben daran, weil wir diese ganze Verfahren bisher ohne jegliche Mathematik gemacht haben. Gut, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, dann kann ich ja direkt mit der Mathematik anfangen. Und das mache ich jetzt anders. Ich mache das jetzt mit meinem iPad und schreibe das auf, einfach weil das sonst zu schnell wird. Und muss ich Ihnen noch mal gucken, ob das klappt, dass ich Ihnen das iPad freigebe. Ja, hier kann ich Ihnen das iPad freigeben. Ja, dann muss ich hier das iPad freigeben, fokussieren, Bildschirm synchronisieren. Und klappt ja super. Und Sie können das jetzt hier sehen. Und ich kann mal direkt schreiben, wir kommen zu Kapitel 4, Wahrscheinlichkeitstheorie. Und wir machen heute gerade noch ein einführendes Beispiel. Also ich mache das jetzt nicht mehr mit Folien, weil wenn ich das mit Folien mache, dann geht es meines Erachtens zu schnell für Sie. Einfach auch deswegen, weil das Ganze ein bisschen schwieriger wird vom Niveau her. Da ist es besser, ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit. Okay. Und wir fangen mal an. Was ist das Ziel? Unser Ziel ist, Rückschlüsse aus Beobachtungen zu ziehen, die unter dem Einfluss von Zufall entstanden sind. Rückschlüsse aus Beobachtung ziehen, die unter dem Einfluss von, das ist jetzt das entscheidende Wort, Zufall, entstanden sind. Und jetzt können wir erstmal lange darüber diskutieren, was ist bitte schön Zufall? Und gibt es Zufall in der realen Welt? Welt überhaupt. Ist da überhaupt irgendwas Zufall oder ist da alles deterministisch und so? Aber da möchte ich mit Ihnen gar nicht drüber diskutieren, da möchte ich nicht drauf eingehen, sondern für mich ist der Zufall einfach etwas, was nützlich ist zum Modell oder dieser Begriff des Zufalls ist dann nützlich für die Modellierung von Phänomenen in der Praxis oder bei Anwendungen. Und das Auftreten von Zufall kann zwei verschiedene Gründe haben. Einerseits kann sein, das Auftreten ist eigentlich nur gedacht. Ja, wir haben eigentlich eine deterministische Fragestellung. Nehmen Sie an, ich werfe eine Münze und möchte wissen, landet die mit Kopf oder Zahl. Dann können Sie sich vorstellen, wenn ich Ihnen genau sagen würde, wie sind die Startbedingungen der Münze? Wie halte ich die am Anfang? Und wie beschleunige ich die am Anfang? Also wie werfe ich die genau? Dann können Sie vielleicht sogar ausrechnen, wie die landet. Und Sie kennen auch die ganze Geometrie genau. Ne? Sie wissen, ob da irgendein Windgrad ist oder sowas. Dann können Sie genau ausrechnen, ob das Kopf oder Zahl ist. Das ist dann kein Zufall mehr. Ne? Aber diese Bedingungen kenne ich nicht. Und da ich die nicht kenne, tue ich eben das Ganze, was ich nicht kenne, in den Begriff Zufall packen. Und das Zweite kann sein, ich habe diesen Zufall eigentlich künstlich eingeführt, zum Beispiel bei einer Umfrage, wo ich Leute künstlich herausgegriffen habe. Und jetzt ist die Frage, wie wollen Sie Rückschlüsse aus Beobachtungen ziehen, die nur unter dem Einfluss des Zufalls entstanden sind. Wie soll sowas überhaupt gehen? Und dazu mache ich Ihnen direkt ein Beispiel. Wir machen ein Beispiel. Ja, ich gehe wieder auf schwarz. Ich bin auf schwarz. Beispiel. Wir werfen drei, oder genauer nicht wir, sondern ich werfe drei Münzen. Ich werfe nicht drei Münzen, ich werfe drei Würfel. Werfen dreier Würfel. Und zwar haben wir einen ersten Würfel, der ist weiß.
liegt hier vor mir. Ich zeige ihn nicht, weil das wär der, dann wäre der Witz weg. Dann ist der zweite Würfel. Der ist blau. Und dann ist der dritte Würfel. Der ist grün. Und ich schreibe ihn gleich auf, also ich werfe die Würfel gleich in echt und ich schreibe ihn dann auf, was als Zahlen oben landet. Und dann möchte ich wissen, was folgt daraus? Einerseits bezüglich der Würfel. Und andererseits bezüglich zukünftig gewürfelter Werte der Würfel. Werte dieser Würfel. Und ich habe jetzt die drei Würfel, die ich nicht zeige. Ne? Und ich fange jetzt an zu werfen und Sie hören vielleicht das Werfen. Ne? Und ich habe jetzt einmal geworfen und ich sortiere meine Würfel, also weiß, blau, grün. Und ich sage Ihnen die Zahlen. Der weiße Würfel hat den Wert, ja, wir machen es vielleicht mal. Blau hat den Wert 2. Der grüne Würfel hat den Wert, nee, der blaue Würfel hat auch den Wert 2. Und der grüne Würfel hat den Wert 5. Und wenn ich Ihnen jetzt diese Beobachtung gebe, was würden Sie sagen? Was können Sie darüber aussagen über die Würfel oder bezüglich zukünftiger gewürfelter Werte dieser Würfel? Hat jemand von Ihnen einen Vorschlag? Ja, bitte. Tadia Al-Zabin. Guten Morgen erst einmal. Also erstmal kann man gar nichts aussagen. Das sind einfach beliebig gewürfelte oder sie haben erstmal nur einmal gewürfelt, ja? 2, 2, 5 kam raus, 2 von 6. Also 2 ist ja im Prinzip ein Wert von 6 möglichen Werten. So, wenn wir jetzt zum Beispiel 10 Mal würfeln würden, oder wenn wir zum Beispiel 100 Mal würfeln würden, dann müsste ich eigentlich, wenn ich alle Werte der drei Würfe miteinander vergleiche, müsste so eine Art Gleichmäßigkeit entstehen. So würde ich okay, das. Okay, schön. Also ich fasse mal so auf. Sie sagen ganz klar, und das ist richtig, ich habe einmal gewürfelt, das kann ja irgendwie nicht gehen. Da können Sie keine Schlussfolgerung ziehen. Abgesehen davon, die triviale Schlussfolgerung, ne, der weiße Würfel hat eine Seite, wo 2 oben steht, der blaue hat eine Seite, wo Würfel 2 oben steht und der grüne hat eine Seite, wo Würfel 5 übersteht. Aber das sagt noch nicht so arg viel über die Würfel aus. Also Sie wollen, dass ich mehrfach würfel. Und genau das mache ich mal. Also Sie können die Hand wieder runternehmen. Ich tue mal nochmal würfeln. Und vielleicht würfel ich jetzt nicht 100 Mal, weil 100 Mal, dann ist die Vorlesung um. Ich würfel vielleicht insgesamt 5 Mal. Ne? Und dann gucken wir es uns nochmal an. Also weiß, blau, grün. Und wir haben jetzt bei weiß 1, bei blau 6, bei grün 5. Dann, das war das zweite Mal, jetzt machen wir das gleiche nochmal. Bei weiß 1, bei blau 6, bei grün 2. Das dritte Mal und dann nochmal. Dann bei weiß 1, bei blau 4, bei grün 1. Und das machen wir das fünfte Mal noch. Und ja, darauf habe ich die ganze Zeit gehofft. Jetzt haben wir bei weiß 1. Bei Blau auch 1 und bei Grün 10. Okay, was sagen Sie jetzt? Können Sie jetzt was aussagen? Frau Markgraf? Ja, also was wir uns auf jeden Fall klar machen sollten, ehe wir da irgendwas reindeuten, ist, wie viele Seiten die Würfel haben und welche Zahlen da jeweils draufstehen. Bei Würfel 1 könnte man jetzt auch vermuten, dass der vielleicht nur Einsen- und Zweierseiten hat so gesehen. Und beim dritten Würfel, der hat offensichtlich noch die 10 irgendwie auf einer Seite stehen. Sprich, das müssen wir uns auch erstmal vergegenwärtigen, ehe wir das interpretieren können.
Okay, Sie wollen sich also eigentlich wollen Sie wissen, wie der Würfel aussieht, ne? Sie genau, ja. Und dann sagen Sie mir, was folgt daraus und bezüglich der Würfel und bezüglich der zukünftig gewürfelten Werte. Aber nein, so geht das Sache nicht, ne? Also das ist ja die Sache. Also jetzt wollen Sie wissen, was ist das System, das die Werte erzeugt? Wenn ich das kenne, dann möchten Sie was aussagen über die zukünftig gewürfelten Werte, ne? Nein, aber mir geht es um was anderes und das ist eigentlich auch die Sache. Also das ist eigentlich Sie haben im Prinzip recht, das ist die Fragestellung, die man in der Wahrscheinlichkeitstheorie stellen würde, nämlich Sie kennen eigentlich das System und dann wollen Sie Aussagen treffen über zukünftig Werte, die rauskommen. Aber nein, ich bin eigentlich schon einen Schritt weiter. Ich bin ja Statistiker und wir machen hier auch eine Statistik. Da kennen Sie das System nicht, sondern Sie beobachten nur Werte davon und wollen dann Aussagen machen über das System, ne? Und jetzt, Sie haben hier diese Werte und jetzt wäre meine Frage, können Sie irgendwelche Aussagen über das System machen? Ne? Das heißt, können Sie aufgrund von den Werten irgendwelche Aussagen machen über die Würfel und können Sie irgendwelche Aussagen machen über zukünftige gewürfelte Werte? Und bitte, wir haben, Joshua Dilber, bitte. Also ich würde da so in etwa mit Franziska einschließen und halt, also da würde ich halt die Aussage über die Würfel treffen, dass es sich zum Beispiel beim Würfel weiß, halt sehr höchstwahrscheinlich um einen Würfel handelt, der wahrscheinlich nicht 6 Seiten hat, einfach nur, weil es halt eben unwahrscheinlicher ist, 4-mal hintereinander eine 1 zu bekommen, als bei einem 6-seitigen Würfel, als zum Beispiel jetzt bei einem 4-seitigen Würfel. Mhm. Und dasselbe würde ich dann beim dritten würde ich dann eben zum Beispiel sagen, ja gut, es handelt sich hier auf jeden Fall nicht um einen 6-seitigen Würfel, da er eben eine 10 rausbekommen hat, ein 6-seitiger Würfel kann keine 10 rausbekommen. Und also beim blauen. Es sich nicht um den 6-seitigen Würfel, wo die Zahlen 1 bis 6 draufstehen, ne? Richtig, genau. Und beim blauen Würfel, ja, also anhand der Werte könnte man jetzt sagen, gut, das ist ein 6-seitiger Würfel. Man könnte aber auch sagen, gut, das ist ein 10-seitiger Würfel. Man weiß es nicht, weil, ja, aber meine Annahme wäre, es wäre ein 6-seitiger Würfel. Also, Sie haben jetzt klare Aussagen über die Würfel gemacht, ne? Ja. Und also Sie würden sagen, der weiße Würfel, ne, das ist ein Würfel, der hat nur 2 Seiten oder beziehungsweise die Seiten sind alle mit 1 und 2. Beschriftet, das heißt, da kommt immer 1 und 2 raus. Ne? Ja. Der blaue Würfel ist vielleicht so ein Würfel, der hat die Zahlen von 1 bis 6. Ne? Da kommen also in Zukunft die Zahlen zwischen 1 und 6 raus. Ne? Und der grüne Würfel, der hat zumindest 10, eine 10 irgendwo drauf. Ne? Oder vielleicht auch die Zahlen von 1 bis 10 drauf oder sowas. Ne? Da kommen in Zukunft höhere Werte raus. Ne? Das wäre schon mal eine klare Aussage. Ne? Jetzt aber meine fiese letzte Frage noch. Sind Sie sich sicher? Würden Sie alle zustimmen? Sind Sie sich sicher? Bitte, Rohan, du? Jo, also ich würde sagen, dadurch, dass wir die Würfel ja nicht gesehen haben und jetzt theoretisch die Würfel nicht sehen werden, können wir gar nicht wissen, ob wir halt eben die Zahlen zum Beispiel von 1 bis 2 oder den zweiten Würfel von 1 bis 6 alle haben. Es kann ja auch sein, dass die Zwischenzahlen fehlen. Wir wissen nur, dass wir diese Werte jetzt rauskriegen, dass es bestimmte Fälle sind, die wir kriegen, aber nicht, dass es als fließender Übergang ist von der einen zur nächsten Zahl, also dass wir praktisch ein Intervall haben von Ergebnissen, würde ich jetzt sagen. Okay, vielleicht noch jemand? Bianca Schüssler? Also ich würde eigentlich sagen, das Einzige, was wir wirklich sicher über die Würfel sagen können, ist, dass also der erste Würfel die Zahl 2 und 1 drauf hat, der zweite Würfel 2, 6, 4 und 1 und so weiter, also was noch alles draufsteht, das kann man jetzt gar nicht wirklich aussagen. Also das ist jetzt das Einzige, was man jetzt sicher weiß. Also wenn Sie auf sicher gehen wollen, dann sind Ihre Aussagen relativ lasch. Ne? Nämlich dann Ihre Aussagen gehen nur darauf hinaus, was Sie konkret gewürfelt haben. Ne? Da können Sie sich einigermaßen sicher sein. Ne? Und alles andere sind Sie sich nicht sicher. Ne? Okay, ich kann es Ihnen schnell auflösen. Ich zeige Ihnen mal die Würfel. Ne? Ich hatte Ihnen mal gesagt, ne? Sie hatten mal das Zitat, Statistics means never having to say you are certain. Statistik bedeutet, dass Sie nie sagen können, Sie sind sicher. Ne? Also Sie können nicht sagen, dass Sie sicher sind. Ne? Das ist Statistik. Ne? Also der erste Würfel, man sieht ihn hier so ein bisschen, das ist ein echter Würfel. Ja, die Zahlen von 1 bis 6, ne? Hätten Sie nie gedacht aufgrund der gewürfelten Zahlen. Ne? Der zweite Würfel ist nicht echt. Der hat tierisch viel mehr Zahlen noch drauf oder so. Also Sie sehen hier bei dem zweiten auch zum Beispiel, im Moment sehe ich irgendwas Schönes, eine 8. Also der hat deutlich mehr Zeichen. Und der dritte, Sie haben schon geahnt, der dritte ist kein echter Würfel. Ne? Der dritte hat sogar noch ein bisschen mehr Seiten als der grüne. Hier sehen Sie noch eine 11. Ne? Und hier sehen wir sogar eine 12. Ne?
Also die hat noch mehr Seiten. Ne? Im Prinzip, es waren noch zu wenig Beobachtungen. Wir hätten noch deutlich mehr Beobachtungen machen sollen, aber ich war jetzt zu faul, da 100 Mal zu werfen. Dann hätten sie vielleicht mehr sehen können. Aber auch wenn es 100 Mal gewesen wäre, sicher wären sie sich nie gewesen. Weil es hätte immer sein, also was jetzt hier aufgetreten ist, ist ja völlig verrückt. Ne? Sie nehmen eckrechten Würfel und würfeln nur eine 1 und 2 mal, 5 Mal. Ne? Oder so. Aber das ist halt Zufall. Ne? Kann schon passieren. Ne? Und wenn wir eben Rückschlüsse ziehen aus Beobachtungen, die unter Einfluss des Zufalls entstanden sind, ganz sicher sind wir nie. Okay. Hat noch jemand eine Frage? Ansonsten wäre ich soweit fertig und ich sehe Sie dann wieder Donnerstag in den Vortragsübungen und nächste Woche Dienstag in der Vorlesung. Dankeschön, soweit.